wunderschönen guten Abend allerseits. Es ist Samstagabend und ich habe Lust auf so einen richtig leckeren Avocado-Burger. Und ich mache den jetzt mal mit euch in zwei verschiedenen Varianten. Was wir dafür brauchen, sind zum einen diese Toastbrötchen. Ich habe sie jetzt im Ofen gemacht, weil ich persönlich keinen Toaster habe, weil ich ja keinen Toast esse. Das ist selten. Dann ganz klar brauchen wir Avocado. Ja, die ist eine halbe, die habe ich schon in Scheiben geschnitten. Dann brauchen wir Soto Energietaler und Räuchertofu von Taifun, mein Favorit. Das sind 100 Gramm Tofu und 4 Soto Taler. Dann etwas Eisbergsalat, Tomate. Und als Soße habe ich jetzt mal zweierlei gemacht. Oder was heißt gemacht? Zweierlei Sachen nehme ich. Einmal eine Frischkäse oder die Frischkäse und die Naturata Brazilian Fire. So haben wir zum einen was Cremiges und was Feuriges. So, und wir beginnen damit, indem wir den Räuchertofu und die Energietaler kurz in der Pfanne mit etwas Kokosöl anbraten. Und ihr seht, das Öl ist jetzt heiß. Und somit kann man das hier erstmal anbraten. In ein paar Minuten einfach wenden. Und die braten wir jetzt zu Ende kross. In der Zwischenzeit bestreiche ich zwei Scheiben mit dem Frischkäse. Das sind also jeweils ein gut gehäufter Teelöffel. Und auf die anderen zwei machen wir die Naturata. So, und jetzt verteile ich erstmal den Salat so ein bisschen auf die bestrichenen Hälften. Ich schneide das extra immer ganz klein. Finde ich persönlich dann auch appetitlicher beim Essen. So, dann noch Tomatenscheiben. Und dann natürlich die Avocado. Denn sonst wäre es ja keine Avocado mehr. So, und jetzt abwechseln. Also zum einen einmal Frischkäse Tofu und einmal Frischkäse Energietaler. Und genauso auch auf der anderen Seite, weil dann haben wir so eine schöne Mischung. Einmal Tofu. Den teilen wir einfach. Einmal Soto Energietaler. So. Jetzt kommt noch überall die Avocado mit dazu. Also das ist jetzt übrig. Das ist, was ich jetzt hier drauf habe, ist wirklich eine halbe Avocado für die paar Brote. So. Und so. Das sind dann unsere schönen Burger. Wir haben hier einmal mit der Brazilian Soße und dem Tofu und den Burgern drauf und genauso diese Energietaler und genauso auch hier mit dem Frischkäse. Ich nehme euch jetzt mit rüber in mein Wohnzimmer und dann würde ich sagen, probieren wir die doch mal gemeinsam. Leider funktioniert das ja nicht, dass ich euch so einen schönen Burger durch die Kamera geben kann. Aber ihr seid zumindest live dabei. Ihr seht, also ich habe es mir extra ein bisschen gemütlich gemacht. Habe die Haare zurückgebunden, weil so ein Burger zu essen, das ist ja immer so eine Sache. Und ich teste die jetzt für euch, habe ich gesagt. So. Definitiv empfehlenswert. Mit der Brazilian Soße ist es nämlich sehr schön, so schön feurig pikant. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, geräucherter Tofu, knusprig angebraten, ist immer ein Highlight. Und dann Kombination mit der Avocado, boah. Müsst ihr probieren. Ich probiere jetzt auch direkt nochmal diesen Soto Taler. Das ist gut. Das ist super lecker. Werde ich auf jeden Fall öfters machen. Das ist eine tolle Kombination.
Und hier haben wir ja den Frischkäse und ich finde immer den kombiniert mit diesem klein geschnittenen Eisbergsalat. Erinnert mich ehrlich gesagt immer von früher an so einen berühmten Burger von einer berühmten Burgerkette, wo ich jetzt aber nicht den Namen sagen will. Und so haben wir uns aber ganz einfach so ein leckeres Fastfood gemacht. Im Prinzip in gesund und vegan und trotzdem lecker und macht richtig Spaß. Mm. Super. Ich habe mich richtig gefreut, diese Burger mal mit für euch zu machen. War eine richtig schöne Idee auf jeden Fall. Also ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber so Sachen, da freue ich mich dann selber richtig, wenn ich dann sowas Neues kreiere. Also bis zum nächsten Mal, eure Vanessa bei Veganization. Ich wünsche euch allen noch einen ganz bezaubernden Abend und wenn ihr später schlafen geht, auch eine gute Nacht und süße Träume. Bis dann, tschüss!